Hallo und herzlich willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast für Transformation. Mein Name ist Sarah Heinen und ich bin hier, um all denen Mut zu machen, die das Gefühl haben, dass da draußen und in ihrem Inneren noch mehr auf sie wartet. Gehen musst du deinen persönlichen und spirituellen Herzensweg selber. Doch die Gespräche und Ideen in diesem Podcast stehen dir bei deiner Transformation zur Seite. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Es geht heute um das Thema Bedürfnisse. Klingt jetzt im ersten Moment nicht besonders sexy, hat aber ganz, ganz viel Potenzial, dein Leben zu verändern. Eben die Lebensqualität zu steigern, deine Zufriedenheit zu steigern. Und deshalb ist es das Thema ja wert, dem ein bisschen Zeit zu schenken. Und ich habe schon, ja, ich weiß nicht mehr genau, vor ein paar Wochen irgendwann habe ich schon mal eine Episode zum Thema Bedürfnisse gemacht. Das war so eine Coaching-Episode, wo ich ganz konkret ein Coaching-Tool mit dir geteilt habe, wo es eben darum geht, zu erkennen, was sind deine eigenen Bedürfnisse und wie kannst du selbstbestimmt dafür sorgen, dass die erfüllt sind. Und ich glaube, dass das eine Episode war, die vielleicht den einen oder anderen ein bisschen überfordert hat. Das ist eine unglaublich potente Episode, nenne ich sie jetzt mal, aber eben eine, die nur wirkt, wenn man sie tatsächlich macht. Und weil ich das Gefühl hatte, dass das in der Episode noch nicht so richtig rübergekommen ist und es außerdem dazu auch noch spannende News gibt im Zusammenhang, gibt es heute nochmal eine Episode, die vielleicht so ein bisschen klarer macht, warum Bedürfnisse so wichtig und auch so kraftvoll sind, beziehungsweise die Auseinandersetzung damit. Aber bevor wir reinstarten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein und das kann schon immer in deinem Leben sein, seit gestern, seit letztem Jahr oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin heute ganz besonders dankbar für etwas, was noch in der Zukunft liegt, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich diese Episode aufnehme. Und zwar habe ich ziemlich spontan einen kleinen Trip in die Schweiz gebucht, um mich dort mit ein paar Freunden zu treffen, mit denen ich 2014 im Surfcamp zusammengearbeitet habe. Und es hat sich jetzt einfach kurzfristig ergeben, dass wir die Möglichkeit haben, da alle zusammenzukommen. Und dann habe ich sofort Nägel mit Köpfen gemacht und habe ein Zugticket gebucht. Und freue mich riesig drauf, die drei wiederzusehen. Ich habe sie nämlich zum Teil seit 2 Jahren nicht gesehen. Und freue mich darauf, dass wir uns austauschen können, dass wir zusammen nach draußen in die Natur gehen, weil es halt einfach, es ist die Schweiz, es ist noch nicht mitten in den Alpen, sondern in der Nähe von Basel, aber es ist vielleicht auch aufgrund meiner Kondition besser so. Auf jeden Fall haben wir viel Grün um uns rum, viel Natur um uns rum und da freue ich mich riesig drauf. Und ja, dafür bin ich jetzt schon ganz besonders dankbar. Und wofür ich noch unglaublich dankbar bin, ist deine Unterstützung vom Neuanfang-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, kannst du helfen, den Podcast noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Ganz einfach, indem du den Podcast abonnierst und eine Rezension und 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Außerdem hast du die Möglichkeit, Mitglied vom Team Neuanfang zu werden. Alle Mitglieder bekommen jeden Monat eine zusätzliche Episode vom Neuanfang-Podcast, die sonst nirgendwo zu hören ist. Die Team Neuanfang-Episoden. In denen gebe ich Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts, teile mit dir meine Erkenntnis des Monats, gebe dir Empfehlungen für Bücher und Podcasts, die dich weiterbringen können und antworte auf Fragen aus der Community. Alle Infos zum Team Neuanfang und den anderen Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findest du unter www.happyplanties.de/support. Und jetzt geht's wirklich los. Ja, ich habe es gerade eingangs schon gesagt, es geht um das Thema Bedürfnisse. Und ich weiß nicht, ob du diese Episode, von der ich gerade gesprochen habe, gehört hast. Das war auch eine, die ist wirklich nur zum Mitmachen gedacht. Das war jetzt nicht so eine Berieselungsepisode. Das hat da nicht so richtig funktioniert, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob du sie gemacht hast. Jedenfalls, ich habe ein bisschen was auch eingangs zu dieser Coaching-Episode schon zum Thema Bedürfnisse erzählt.
habe aber, wie gesagt, das Gefühl, da muss ich nochmal ein bisschen tiefer gehen. Und ich werde dir diese Episode auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes verlinken. Es macht auf jeden Fall Sinn, da im Nachhinein reinzuhören. Oder aber, was du auch machen kannst, ist am 20.10. nach Köln zu kommen. Denn ich werde am 20.10. einen Coaching-Workshop rund um das Thema Bedürfnisse geben. Und so ein Halbtages-Workshop am Sonntag, das heißt, wenn du in Köln wohnst oder aus der Umgebung von Köln kommst, dann fühl dich herzlich eingeladen. Wenn du weiter weg wohnst, dann bist du natürlich trotzdem auch eingeladen, aber ja, überleg, ob du Lust hast anzureisen dafür. Und den Link zu den Tickets, den findest du natürlich auch in den Shownotes. Ja, aber warum habe ich mich dazu entschieden, gerade dazu den Workshop zu machen? Es gibt ganz viele verschiedene andere Themen, über die ich einen Workshop hätte machen können. Und merke aber, dass eben dieses Thema Bedürfnisse komplett unterrepräsentiert ist, dass ganz, ganz viele Menschen, und mir ging es halt eben lange auch so, überhaupt keine Ahnung haben, dass wir Menschen, oder nicht nur wir Menschen, sondern alle Lebewesen Bedürfnisse haben und dass aber Bedürftigkeit eben bei uns in der Gesellschaft nicht besonders hoch angesehen ist. Und ich merke eben, wenn ich diese Übung, die ich in der Coaching-Episode mit dir geteilt habe, wo ich übrigens ein paar auch sehr positive Rückmeldungen bekommen habe, von denen, die sich nämlich hingesetzt haben und die Übung gemacht haben, aber eben auch in der Arbeit mit meinen Coaching-Kundinnen echt merke, wie lebensverändernd diese Übung sein kann. Wenn man sich eben klar darüber wird, was die eigenen Bedürfnisse sind und wie man eben selbstbestimmt dafür sorgen kann, dass die erfüllt werden. Natürlich geht das nicht alles unabhängig von anderen Menschen, vom Außen. Ja, dann würden wir alle als Einsiedler irgendwo leben können. Aber worum es geht in dieser Übung ist eben zu schauen, was liegt in meiner eigenen Macht, was kann ich dafür tun, dass diese Bedürfnisse erfüllt werden. Und da steckt eben eine riesengroße Kraft dahinter, die eigene Zufriedenheit zu steigern, die eigene Lebensqualität zu steigern und sich generell einfach auch bewusst darüber zu werden, was brauchst du, um glücklich zu sein? Was brauchst du, um dich erfüllt zu fühlen? Und ja, deshalb, weil ich dieses Thema bei mir selber, aber eben auch bei den Kundinnen und aus Rückmeldung dieser Podcast-Episode als so unglaublich wichtig erachte, habe ich mich dafür entschieden, darüber den Coaching-Workshop zu machen. Und ich habe dieses Jahr schon, ich glaube, über 40 Online-Workshops gegeben. Ich habe ja die Coaching-Community für Single-Frauen, wo es eben darum geht, unabhängig von einer Partnerschaft glücklich zu werden. Wenn dich das Thema betrifft, dann bist du natürlich auch da herzlich eingeladen. Und diese Online-Workshops sind auch cool, aber natürlich nicht zu vergleichen mit Workshops in Person, eben live, in einer kleinen Gruppe. Und weil man sich einfach face-to-face ansehen kann und natürlich auch eine Energie gemeinsam in so einem Raum entsteht, was natürlich in einem Online-Workshop in der Form nicht so richtig möglich ist. Vor allen Dingen, ich mache diese Workshops als Facebook-Live-Videos. Das heißt, die Teilnehmer sehen mich, aber ich sehe die Teilnehmer nicht. Das heißt, da fehlt natürlich etwas ganz Entscheidendes. Und nicht, dass die Sachen nicht kraftvoll wären, aber es hat eben eher die Form von einem Webinar, als dass es jetzt wirklich ein Workshop-Format wäre. Und ich habe ja letztes Jahr auch ein paar Kakaozeremonien hier in Köln veranstaltet und habe da mal auch als Veranstalter gemerkt, wie kraftvoll so ein Workshop sein kann. Ich kenne es natürlich als Teilnehmer von anderen Workshops, aber das hat mir eben nochmal gezeigt, wie viel ich auch bewirken kann bei anderen Menschen und was sich verändern kann, wenn man da ein paar Stunden gemeinsam verbringt und eben ein paar mit Intention gestaltete Stunden miteinander verbringt. Und der Workshop findet, wie gesagt, am 20.10. in Köln statt und ich werde am Schluss nochmal ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber ich möchte heute in dieser Episode hier nochmal darauf eingehen, warum es so wertvoll ist, sich mit diesem Thema Bedürfnisse auseinanderzusetzen. Was meine ich überhaupt, wenn ich von Bedürfnissen spreche? Ich meine damit die Grundbedürfnisse, die wir haben, beziehungsweise die menschlichen Bedürfnisse. Und es gibt eben Bedürfnisse, die wir mit allen Lebewesen teilen.
Das sind ja nicht nur so Sachen wie Essen, Schlafen, Trinken, ja, sondern es geht auch noch ein Stückchen weiter. Vor allen Dingen das Thema Sicherheit ist ganz wichtig. Aber ja, das möchte ich jetzt, möchte auf die verschiedenen Bedürfnisse hier gar nicht eingehen in der Episode, denn da gab es in der Coaching-Episode schon ganz, ganz viel Input zu. Jedenfalls gibt es Bedürfnisse, die du mit allen Menschen teilst. Und dann gibt es aber eben auch Grundbedürfnisse, die du wirklich mit allen Lebewesen teilst, ja? Vom Affen übers Gänseblümchen bis zur Bakterie. Nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennbar, aber ja, es gibt Bedürfnisse, die hast du genauso wie eine Bakterie. Ja? Und diese Bedürfnisse, gerade eben diese ganz, ja, diese Grundbedürfnisse, nicht nur die menschlichen Bedürfnisse, die dann später auch weiter über das rein physische gehen, diese Bedürfnisse sind viel, viel älter als die Menschheitsgeschichte. Ja, man kann sagen, dass sie eigentlich bestehen, seit das Leben auf der Erde entstanden ist. Und das bedeutet, dass diese Bedürfnisse in jeder deiner einzelnen Zellen stecken. Jede einzelne Zelle für sich hat manche dieser Bedürfnisse. Und das heißt, du kannst so viel wollen und wünschen, wie du mit deinem Kopf nur in der Lage bist, dadurch, dass diese Bedürfnisse wirklich in jeder Faser, in jeder Zelle deines Körpers verankert sind, sind sie unglaublich kraftvoll, unglaublich mächtig über dich. Und damit eben auch mächtiger als irgendwelche Glaubenssätze, die du in deiner Kindheit oder im Laufe deines Lebens gelernt hast, ja. Mächtiger als jede Überzeugung, jede Idee, jedes Konzept, was du in deinem Kopf haben kannst, jede Strategie, die du erarbeitest, alles, was du dir irgendwie mit deinem Verstand erarbeiten kannst, alles, was über vielleicht auch ein Stück weit deine DNA von Generation zu Generation weitergegeben worden ist. Diese Grundbedürfnisse sind ja eben so alt wie das Leben auf der Erde und deshalb haben sie so eine unglaubliche Macht über dich. Und ich möchte mal zwei sozusagen ja, Konzepte oder zwei Dinge, die eben eher auf unserem Verstand basieren, mit Bedürfnissen kurz vergleichen, um deutlich zu machen, warum Bedürfnisse so viel stärker sind. Bedürfnisse sind viel stärker zum Beispiel als deine eigenen Wünsche. Ja? Dinge, die du dir vornimmst, Dinge, die du dir herbeisehnst. Das heißt, du kannst zum Beispiel den Wunsch haben, keine Eifersucht mehr zu empfinden in Beziehungen. Du kannst dir fest vornehmen, ne, ich arbeite daran, ich will nicht mehr eifersüchtig sein und ich will entspannt sein, will gelassen sein. Aber in dem Moment, wo du deine Beziehung gefährdet siehst, dann übernimmt dein Bedürfnis nach Sicherheit das Steuer. Und wenn du eben keine Maßnahmen in place sozusagen hast, also in deinem Leben hast und dir auch vor allen Dingen nicht bewusst darüber bist, dass das passiert, Maßnahmen, mit denen du eben das Bedürfnis nach Sicherheit auf eine andere Art und Weise herstellst, als eifersüchtig auf deinen Partner zu sein, der dadurch, dass er sich vielleicht irgendwo ja, mit einem anderen Menschen unterhält, ja, bei dir diese Eifersucht zum Brodeln bringt und du das Gefühl hast, oh, da muss ich jetzt einschreiten, weil da ist meine Beziehung in Gefahr. Ja, und das sind Prozesse, mit denen dir, ja, über die du dir meistens überhaupt nicht bewusst bist. Das sind keine bewussten Entscheidungen im Kopf, sondern es kommt eben, weil da deine Bedürfnisse sitzen, wirklich aus dem tiefsten deines Körpers, ja, aus jeder Zelle sozusagen heraus. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel sind zum Beispiel Werte. Werte, die du als, ja, oder Werte und Normen, packen wir es mal zusammen, ja, Normen, die du gelernt hast durch deine Erziehung, Normen, die du akzeptiert hast, weil es einfach gesellschaftliche Normen sind, aber auch Werte, ja, die du gerne in deinem Leben verkörpern möchtest, Werte, die ausdrücken, was dir wirklich wichtig ist. Diese Werte sind genauso nur im Kopf, genauso wie die Normen, ja, wie auch eben Wünsche, Strategien, irgendwelche anderen Konzepte oder auch Glaubenssätze. Und wenn du zum Beispiel den Wert Freiheit für dich hast, ja, und du entscheidest, du möchtest nach diesem Wert leben oder es hat sich im Laufe deines Lebens gezeigt, dass dir Freiheit unglaublich wichtig ist,
wenn es irgendwas gibt, ja, irgendein Ereignis im Außen oder auch in deinem Inneren, was deine Welt ins Wanken bringt, wenn zum Beispiel es vielleicht eine Krankheit gibt, die dir plötzlich zeigt, wie wertvoll deine Gesundheit und dein Leben sind, oder wenn vielleicht du einen geliebten Menschen verlierst, wirklich ein schwerwiegendes Ereignis im Außen, wenn du deinen Job verlierst, irgendwas, ja, was andere Bedürfnisse wieder von dir anspricht oder was eben Bedürfnisse, Grundbedürfnisse von dir anspricht. In diesem Moment ist dir dein Wert, Freiheit, Schnurzpiep egal, weil einfach dein Stammhirn anspringt und sagt, Moment mal, es geht jetzt hier um Sicherheit. Freiheit ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Und vielleicht hast du das schon mal erlebt in deinem Leben, dass es eben ja eigentlich Werte gibt, wo du sagst, so, ne, das ist mir wichtig und man kann da auch wunderbar hinterstehen, solange alles im Außen irgendwie gut ist, solange die Fahrwasser einigermaßen ruhig sind. Aber wenn dann irgendwas passiert, dann ja, fällt man eben ganz schnell in diese automatischen Programme zurück. Und das ist ja nicht grundsätzlich was Schlechtes, ja, weil diese Programme natürlich auch dazu da sind, um unser Überleben zu sichern. Aber natürlich gibt es häufig Situationen, wo es gar nicht um Leben und Tod geht. Und in diesen Situationen ist es eben unglaublich hilfreich, die Achtsamkeit zu haben, die du nur haben kannst, wenn du das Wissen darüber hast, ja, wie Bedürfnisse funktionieren. Diese Achtsamkeit zu haben und zu merken, wenn das passiert, ja, wenn du aus dem, wie du dein Leben eigentlich leben möchtest, herausfällst, weil da eben Urbedürfnisse angesprochen werden und die so viel mächtiger sind als alles, was du mit deinem Kopf erfinden kannst. Und dann eben bewusst zu entscheiden, ja, was mache ich oder welche anderen Strategien habe ich, um dieses Bedürfnis zu erfüllen, um mich eben sicher zu fühlen, auch wenn außerhalb von mir irgendeine Art von Sturm tobt. Und noch ein Zusammenhang, in dem ja klar wird, wie kraftvoll und wie mächtig menschliche Bedürfnisse oder eben Hauptbedürfnisse sind, ist, dass genau diese Prinzipien der unerfüllten Bedürfnisse oder eben der Angst davor, dass Bedürfnisse nicht erfüllt werden, sich zunutze gemacht werden von zum Beispiel der Werbung, von Politik, aber auch zum Beispiel von Smartphone-Apps. Ja? Dass zum Beispiel die Werbung dir das Gefühl gibt, du brauchst dieses und jenes Produkt, um dazuzugehören. Ja? Das Bedürfnis nach Gemeinschaft, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Und dass du dadurch dazu gebracht wirst, Dinge zu kaufen, die du eigentlich überhaupt nicht brauchst und die du definitiv auch nicht brauchst, um irgendwo dazuzugehören, aber die Werbung eben unterbewusst genau dieses Bedürfnis bei dir anspricht und das eben auf sehr subversive Art und Weise. Und dass wir deshalb so oft machtlos sind, bis zu dem Punkt, wo wir uns darüber bewusst werden. Und wenn du ein bisschen dich mit dem Thema auseinandersetzt, ich kann das eben aus eigener Erfahrung sagen, wenn, mal abgesehen davon, dass ich mich Werbung inzwischen sehr selten aussetze, aber der Werbung, der man sich zum Beispiel ja kaum entziehen kann, weil sie irgendwie draußen auf der Straße ist oder ja, wenn du Social Media benutzt, ne, dann gibt es auch da ganz, ganz viel Werbung, auch vieles, was vielleicht auf den ersten Blick nicht so aussieht. Da ich merke bei mir sofort, wie dann irgendwie ein Drang hochkommt, irgendwas nicht unbedingt sofort zu kaufen, sondern wie ich einfach merke, okay, genau da passiert gerade dieser Anreiz, der andere Menschen dann dazu verleitet, dieses Produkt zu kaufen. Und weil ich mir darüber bewusst bin, dass dieser Anreiz in mir hochkommt, weil da eben ein Bedürfnis da ist, was älter als die Menschheitsgeschichte ist, kann ich ganz bewusst sagen, stopp, ich brauche das natürlich überhaupt nicht, ja, was hier gerade beworben wird. Aber dafür braucht es das Wissen rund um das Thema Bedürfnisse. Ein anderes Beispiel ist, dass auch die gesamte Politik, ja, vor allem der Wahlkampf, funktioniert, indem Ängste geschürt werden und dann Lösungen versprochen werden. Und das ganz besonders auf das Bedürfnis nach Sicherheit. Und das heißt, ja, Parteien zielen mit den Wahlversprechen gezielt auf die Schmerzpunkte von Bevölkerungsgruppen, die sich vielleicht benachteiligt fühlen, ne? Denen dann einfach ja, da die Angst weiter schüren und weiter dafür sorgen, ja, hey, euer Bedürfnis nach Sicherheit wird vielleicht nicht erfüllt, aber wenn ihr uns wählt, ja, dann sorgen wir dafür, dass ihr sicher seid in eurem Land, ja, dass euch, und das ist, bitte versteht es jetzt nicht falsch, ich sage das jetzt hier überspitzt und ist überhaupt nicht meine Meinung, aber ne, nach dem Motto, da kommen ganz viele, die nehmen euch eure Arbeitsplätze weg, ja, genau auf solchen Ängsten basierend, die eben ganz stark mit dem Bedürfnis Sicherheit zusammenhängen,
ja, funktionieren Wahlprogramme wie von einer AfD und Co. Ja? Und es gibt eben genug Menschen, die sind verunsichert, die sind sich ihrer Bedürfnisse nicht bewusst, die haben ja nicht die Tools, um diese Bedürfnisse auf andere Art und Weise zu erfüllen und sind deshalb unglaublich ansprechbar für Botschaften dieser Art. Das heißt nicht, dass jeder, der sich nicht über seine Bedürfnisse klar ist, ansprechbar ist für solche Botschaften, ja, aber es gibt eben Bevölkerungsgruppen, die, ich weiß halt, Bevölkerungsgruppen, das klingt, ja, egal. Das ist kein politischer Podcast und das wird er auch nicht werden. Was ich nur sagen möchte, ne, es gibt Menschen, bei denen eben dieses Sicherheitsbedürfnis so sehr offen für Botschaften dieser Art ist. Bei dir sind es vielleicht ganz andere Dinge, die genau auf dieses Bedürfnis Sicherheit abzielen. Ohne vielleicht, dass du es merkst. Wie zum Beispiel, ich habe vorhin gesagt, Thema Eifersucht. Ne? Und ein letztes Beispiel mag ich dir noch mitgeben, wo das Thema Bedürfnisse unglaublich, ja, ich möchte fast schon sagen, perfide ausgenutzt wird. Und das sind Smartphone-Apps. Apps wie eben Instagram, ja, und da geht es mir ganz genauso. Facebook, Tinder, Candy Crush, das ist alles nicht so mein Thema. Bei mir ist es tatsächlich eher Instagram. Was immer es bei dir ist, all diese Apps basieren auf psychologischen Effekten, die, ja, gegen die du dich gar nicht wehren kannst und wo eben meistens irgendeine Art von menschlichem Grundbedürfnis angesprochen wird. Zum Beispiel eben das Bedürfnis nach Anerkennung. Ja? Wenn du etwas auf Social Media postest, dass du einfach immer wieder schaust, ja, wie viele Likes habe ich bekommen, ja, wie viel Liebe in Anführungsstrichen habe ich bekommen. Und das macht uns eben von diesen Apps abhängig, ohne dass wir es eigentlich wollen. Und deshalb ist es auch, wenn du dir grundsätzlich darüber bewusst bist, dass diese Apps abhängig machen, so unglaublich schwer, sich davon loszueisen. Und da kann ich dir nur ans Herz legen, das habe ich ja im August gemacht, mal einen Monat Pause zu machen und diese Apps vom Handy zu löschen. Und dann wirst du ganz schnell merken, wie krass das Suchtverhalten dann doch ist. Weil wir spielen das gerne für uns selber auch so ein bisschen runter. Aber es zeigt einfach, wie unglaublich mächtig die Bedürfnisse sind, die von den Apps ausgenutzt werden, die dort angesprochen werden. Das heißt zusammengefasst, ja, das haben jetzt hoffentlich diese Beispiele gezeigt, Bedürfnisse steuern uns und eben meistens ohne, dass wir uns dessen bewusst sind. Und das passiert so oder so, da kannst du wollen, wie du wollen kannst, ja, das kannst du nicht abschalten, weil es, wie gesagt, in jeder deiner Zellen verankert ist. Und was du jetzt machen kannst, ist einfach bewusst damit zu arbeiten. Denn Bedürfnisse bahnen sich immer ihren Weg, ja, du kannst sie nicht abschalten. Und wenn du aber nicht bewusst mit ihnen umgehst, dann suchen sie sich halt ihren eigenen Weg. Und das eben meistens unbewusst und meistens führt das eben zu Verhalten, was wir dann eigentlich eher bei uns selber als Schwäche oder als Fehler ansehen, wie zum Beispiel Abhängigkeit von Social Media Apps oder Kaufsucht oder eben immer wieder in emotionales Essen zu verfallen oder eifersüchtig zu sein. Ja, das kann ganz viele verschiedene Formen annehmen. Und wenn eben Bedürfnisse nicht bewusst, ja, wenn du nicht konstruktiv mit denen zusammenarbeitest, wenn ihr euch nicht ja, zum Team zusammenschließt, dann suchen sich diese Bedürfnisse eben auf unbewusstem Wege und dann eben oft sogar auf destruktivem Wege ihren Weg an die Oberfläche. Ja? Die wollen erfüllt werden. Und du hast eigentlich nur diese beiden Möglichkeiten, entweder die Bedürfnisse einfach machen zu lassen und ja, zu schauen, was passiert, beziehungsweise du kriegst es eben meistens nicht mit, oder eben zu sagen, ich setze mich bewusst mit dem Thema Bedürfnisse auseinander, lerne meine Bedürfnisse kennen und lerne, wie ich sie auf konstruktive Art und Weise selbstbestimmt erfüllen kann. Und das, liebe Freunde, ist auch ein unglaublich kraftvoller und wichtiger Schlüssel zu einem zufriedenen und erfüllten Leben. Denn ja, wann fühlen wir uns erfüllt? Wenn unsere Bedürfnisse erfüllt sind. Und wann sind wir zufrieden? Also wann spüren wir auch inneren Frieden? Ja, wenn wir im Einklang mit unseren Bedürfnissen leben.
Und trotzdem ist es so, dass die wenigsten Menschen sich ihrer Bedürfnisse klar sind, überhaupt wissen, ja, also sowas wie, ja, essen, trinken, schlafen oder so, das wissen die meisten noch, ja, aber was dann darüber hinaus passiert, davon wissen die meisten nichts und selbst wenn sie es schon mal gehört haben, reicht das Wissen nicht tief genug und das Verständnis nicht tief genug, um wirklich auch zu bemerken, wann werde ich unbewusst von meinen Bedürfnissen gesteuert? Oder auch mitzukriegen, wann werden andere Menschen von ihren Bedürfnissen gesteuert, ohne dass sie es mitbekommen? Und deshalb kommen wir zum Beispiel in einen Streit. Und das ist nämlich auch sozusagen der Ort im Leben, ja, der Zusammenhang im Leben, wo uns diese unbewussten Bedürfnisse am meisten im Weg stehen, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, das, also bezüglich Social-Media-Apps ist es natürlich frustrierend, wenn wir da von unseren Bedürfnissen gesteuert werden. Und natürlich kann auch das einen großen Impact auf unser Leben haben. Aber in unseren persönlichen, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen wirkt sich das meistens noch viel gravierender aus. Ja, das heißt, treffen da ja auch immer zwei oder auch mehr Menschen aufeinander, die beide Bedürfnisse haben. Und wenn beim einen was nicht erfüllt ist, beim anderen ist was anderes nicht erfüllt, ja, dann kommt da ganz schnell, werden da Dinge losgetreten, ja, die dann eben in Eifersucht, in vielleicht einen Streit, aber auch wenn du eben gerade nicht diese Beziehung hast, ganz egal, ob es jetzt da um eine romantische Beziehung, um eine familiäre Beziehung, um Freundschaften geht, auch sowas wie eine krampfhafte Partnersuche, eben auf der Suche nach Sicherheit und nach Halt oder eben das Gefühl von Einsamkeit, weil Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Und da steckt ein ganzer Kosmos dahinter. Und deshalb ist es so unglaublich kraftvoll, sich mit den eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen, weil du eben nicht nur dahin kommst, zu verstehen, wie du tickst und wann deine Bedürfnisse eben das Steuer übernehmen, ohne dass du es vielleicht mitbekommst, sondern wenn du ein bisschen Erfahrung auf dem Gebiet hast, wenn du dich da ein bisschen mit dir selbst auseinandergesetzt hast, dann führt es im nächsten Schritt dazu, dass du eben auch die Menschen in deinem Umfeld ganz anders wahrnehmen kannst und eine ganz andere Basis für eine Kommunikation mit ihnen bekommst. Und der andere muss natürlich offen dafür sein, ja, aber es bringt gar nichts, dem dann irgendwas an den Kopf zu werfen, oh, es geht doch hier nur um dein unerfülltes Bedürfnis nach Sicherheit. Aber wenn die Offenheit dafür da ist, dann kann das eine ganz wundervolle Basis von Kommunikation sein und eben Beziehungen, sei es jetzt eben im freundschaftlichen, im familiären oder auch im romantischen, partnerschaftlichen Zusammenhang, auf ein ganz neues Level zu bringen. Und das ist eben ein Punkt, einer der wichtigsten Punkte, wie das Wissen um Bedürfnisse dein Leben verändern kann. Andere Punkte, wo dir das noch helfen kann oder wo sich das unterstützen kann, wo es dein Leben reicher machen kann, ist eben, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass wenn du deine eigenen Bedürfnisse kennst und wenn du selbstbestimmt für ihre Erfüllung sorgen kannst, dass eben deine Zufriedenheit und deine Lebensqualität steigert. Weil ein erfülltes Leben heißt gleich erfüllte Bedürfnisse. Und das klingt im ersten Moment vielleicht so ein bisschen zu simpel. Man denkt so, ja, okay, wenn ich was zu essen habe, wenn ich ein Dach über dem Kopf habe, wenn ich schlafen kann, ja, dann sind meine Bedürfnisse erfüllt. Aber wie gesagt, es geht da noch sehr viel weiter, ja, bis hin zum Bedürfnis eben der Selbstverwirklichung. Und dass genau hinter diesen Bedürfnissen eigentlich eben die Erklärung dafür steckt, was zu einem erfüllten Leben führt, was zur inneren Zufriedenheit führt. Und wenn du eben deine Bedürfnisse kennst, wenn du sie auch erkennst, ja, wenn sie dann eben auftauchen und wenn du eben definierst, auf welche Art und Weise du konstruktiv mit diesen Bedürfnissen zusammenarbeiten willst und wie du ja auch von vielleicht destruktiven Verhaltensweisen wegkommst hin zu konstruktiven Verhaltensweisen, kannst du dir quasi wirklich einen Fahrplan erarbeiten. Und das ist diese Übung, die ich in der Episode, wo es ums Coaching ging, also die Coaching-Übung für das Thema Bedürfnisse, erklärt habe, dass eben du wirklich Schritt für Schritt dir einen Fahrplan aufschreiben kannst, ja, erarbeiten kannst, der dich zu einem erfüllteren und selbstbestimmten Leben führt. Das ist natürlich nicht immer eine Autobahn, ja. Du kannst dir wundervolle Sachen vornehmen in Bezug auf deine Bedürfnisse. Ob du das alles so umsetzen kannst, das ist nochmal eine andere Frage. Aber wenn du gar nicht dahin kommst, dir überhaupt ja, diesen Plan zu machen, was kann ich selbst dafür unternehmen, dass meine Bedürfnisse erfüllt sind und ich damit eben ein zufriedenes und erfülltes Leben führen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da durch Zufall hinkommst, natürlich noch viel geringer.
Und wenn du dir diesen Plan erarbeitest, wenn du deine Bedürfnisse kennst, die erkennst, sie definierst, ja, wie diese Bedürfnisse auch für dich persönlich zu erfüllen sind, weil das ist auch nicht für jeden Menschen gleich, dann kommst du damit eben in eine Selbstbestimmung und merkst, auch wenn du da die ersten Schritte gehst, deine eigene Selbstwirksamkeit. Das heißt, du merkst, hey, ich kann hier mir was vornehmen, ich kann eine Entscheidung treffen, ich kann etwas durchführen und es führt dazu, dass es mir besser geht. Es führt dazu, dass ich mich erfüllter fühle. Und die Selbstbestimmung und die Selbstwirksamkeit sind die Basis, die zum Selbstvertrauen führen, die dir zeigen, hey, ich kann selber mein eigenes Leben in die Hand nehmen, ich kann darauf vertrauen, dass ich Dinge in meinem Leben bewirken kann, dass ich Fähigkeiten habe, dass ich eben, ja, es wert bin, auch mir selber Vertrauen zu schenken. Und das wiederum ist natürlich ein ganz, ganz, riesiger Baustein auch von Selbstliebe. Wenn du da hinkommst zu merken, ich kann was und ich kann was in meinem Leben bewirken und ich kann selber dafür sorgen, dass diese Bedürfnisse erfüllt werden. Und auch wenn das in Kooperation mit anderen Menschen geschieht, wenn es zum Beispiel um das Bedürfnis nach Zugehörigkeit geht oder nach Anerkennung, aber ich kann eben selbstbestimmt wählen, auf welche Art und Weise ich zum Beispiel mein Umfeld gestalte oder auf Menschen zugehe oder eben auch meine Bedürfnisse anderen Menschen gegenüber ausspreche. Und das wiederum dann dazu führt, dass die Erfüllung, dass die Zufriedenheit größer wird und damit eben auch die Liebe zu dir selbst, die Liebe zu dem, was du, ja, weil wenn du eben in Einklang mit deinen Bedürfnissen lebst, ja, dann hat das auch ganz viel mit Authentizität zu tun. Und wenn du versuchst, Bedürfnisse irgendwie wegzudrücken, ja, dann verleugnest du quasi einen Teil von dir selber. Und sich die Bedürfnisse bewusst anzuschauen, ist eben, finde ich, ein Akt der Selbstliebe beziehungsweise das ganze Thema Bedürfnisse, wenn du das für dich, was heißt geklärt? So, ich glaube, es ist was, das kann man sich immer und immer wieder angucken, da kommt man nicht irgendwie an ein Ziel. Aber wenn du dir einmal das Wissen drauf geschafft hast und dich dann zu gewissen Punkten in deinem Leben immer wieder damit auseinandersetzt, dann hast du damit ein unglaublich kraftvolles Tool auf dem Weg in die Selbstliebe. Und es ist natürlich auch so, dass du in diesem Prozess, wo du dich mit Bedürfnissen auseinandersetzt, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch erkennst, dass es eben eher vielleicht destruktive Arten gibt, auf die deine Bedürfnisse sich jetzt in der Vergangenheit oder noch in der Gegenwart ja quasi selbst erfüllen, ohne dass du es eben mitbekommst. Ja, negative, in Anführungsstrichen negative Verhaltensweisen, destruktive Verhaltensweisen, Dinge, die dir einfach nicht dienen, die dich nicht vorwärts bringen, sondern die dich nur frustrieren, die dich ärgern, ja, die die Beziehung zu dir selbst, die Beziehung zu anderen Menschen schwieriger gestaltet, dass all diese Dinge dir nicht dienlich sind und dass dahinter eben unerfüllte Bedürfnisse stecken, beziehungsweise eben eine destruktive Bedürfniserfüllung, die sich ihren eigenen Weg gebahnt hat. Und wenn du da mutig bist und ganz ehrlich hinschaust, und dann hast du damit das Potenzial, eben auch Konflikte zu lösen, Konflikte zwischen dir und anderen Menschen, aber auch innere Konflikte. Wie eben zum Beispiel, dass du immer dir selber Vorwürfe machst, dass du abhängig von den Social Media Apps bist. Und wenn du erkennst, hey, da ist dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, dann zu schauen, was ist ein nicht destruktives, was ist eine konstruktive Art und Weise, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Oder zum Beispiel eben das Thema Sicherheit. Ja? Das kann sich dadurch äußern, dass du es auf konstruktive Art und Weise schaffst, eine Selbstsicherheit aus dir selbst heraus zu generieren. Aber eine destruktive Art und Weise wäre eben zum Beispiel emotionales Essen. Ja? Für ganz viele Menschen ist Essen ein Gefühl von Sicherheit, weil es eine gewisse Erdung gibt und weil es sie ein Stück weit den Körper spüren lässt und weil es ein Gefühl von Kontrolle gibt. Und das heißt auch das Thema, eben sei es jetzt nur ab und zu mal emotional essen bis hin auch zu Essstörungen, hat ganz viel auch mit dem Bedürfnis nach Sicherheit zu tun. Oder aber eben auch das Bedürfnis, eine gewisse Herausforderung und auch Anregung zu haben, um zu wachsen, kannst du auf konstruktive Art und Weise dadurch erfüllen, dass du zum Beispiel neue Fähigkeiten lernst, neues Hobby, neue Sportart oder eine neue Sprache oder was auch immer es für dich ist.
Aber eine destruktive Art und Weise, wie sich das vielleicht bisher in deinem Leben den Weg gesucht hat, ist, indem es immer wieder Drama in deinem Leben gab, ja, was du unbewusst auch selber gestaltet hast. Das Drama damit einfach immer wieder Herausforderung, damit immer wieder Stimulanz und Bewegung in deinem Leben drin ist. Und natürlich, so selbst erschaffenes Drama kann unglaublich anstrengend sein, kann zu Konflikten mit anderen Menschen führen. Das heißt, wenn du anfängst, dich mit deinen eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen, dann gibt dir das eben auch die Möglichkeit, einen ehrlichen Blick darauf zu werfen, wie du die Bedürfnisse in der Vergangenheit oder eben im Moment vielleicht auch noch auf destruktive Art und Weise erfüllst und wie du das transformieren kannst und für dich Wege findest, eben mit deinen Bedürfnissen konstruktiv zusammenzuarbeiten und damit nicht nur diese negativen Verhaltensweisen loszuwerden, sondern eben auch noch ganz, ganz viel dazu zu gewinnen für dich und eben ja die Möglichkeit, die inneren und äußeren Konflikte zu lösen. Und weil es so wichtig ist, wiederhole ich das nochmal als dritten Punkt, was dir die Auseinandersetzung mit dem Thema Bedürfnisse geben kann, obwohl ich eben schon drüber gesprochen habe. Das Wissen rund um die menschlichen Grundbedürfnisse ermöglicht dir einfach eine viel, viel bewusstere Kommunikation und Gestaltung all deiner Beziehungen. Ja, das heißt, wenn du deine Bedürfnisse selbstbestimmt erfüllst, dann kommst du aus ganz vielen Abhängigkeiten raus. Denn unglaublich viele Menschen, und das merke ich gerade im Coaching-Kontext, wo es ja bei mir auch zentral darum geht, mit Frauen zusammenzuarbeiten, die eben Single sind und die eben häufig sehr krampfhaft auf der Suche nach einem Partner sind, weil da einfach dieses große Bedürfnis nach Anerkennung, nach Sicherheit, ja, nach der Steigerung des Selbstwertes da ist und die aber nicht die Tools und nicht das Bewusstsein haben, um diese Dinge aus sich selbst heraus zu erschaffen, sondern das in Form eines anderen Menschen oder eben konkret eines Partners suchen. Und wenn du dir deiner Bedürfnisse bewusst bist und eben Wege findest, diese Bedürfnisse zu erfüllen, das heißt nicht, dass man nie wieder einen Partner haben soll, ja, weil es natürlich auch, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Intimität, sich auf sehr schöne Art und Weise gestalten lässt mit einem Partner gemeinsam. Aber dass es natürlich auch andere Wege gibt, Bedürfnisse zu erfüllen, die unabhängig von einem Partner sind. Und wenn du das schaffst, dann hast du erstens nicht nur eben diese Abhängigkeit, die sich gelöst hat, aber eben schaffst damit eine ganz andere Grundlage auch für eine Beziehung. Und es sollte meiner Meinung nach nicht die Intention sein, mit der man anfängt, sich mit den eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen, zu sagen, ich mache das jetzt nur, um dann im Endeffekt irgendwann einen Partner zu haben, um endlich den richtigen zu finden, sondern die Intention dahinter sollte sein, dass du das für dich tust. Und es geht auch nicht darum, eben von allen Menschen abhängig zu sein, als Eremit irgendwo auf dem Berg zu leben und alles nur noch alleine zu schaffen, beileibe nicht. Ja. Viele Bedürfnisse hängen natürlich eng mit anderen Menschen in deinem Umfeld zusammen, aber die Beziehungen zu den Menschen in deinem Umfeld können sich gravierend ändern, wenn du dir über deine Bedürfnisse klar bist und grundsätzlich dazu in der Lage bist, diese Bedürfnisse selbst zu erfüllen bzw. gegenüber anderen Menschen auch auszusprechen und eben in eine Selbstverantwortung zu gehen. Und eben was, wie gesagt, dadurch auch automatisch passiert, wenn du dich eine Weile mit dem Thema auseinandersetzt, ist, dass du natürlich auch bei anderen Menschen erkennst, welche Bedürfnisse da gerade erfüllt werden oder erfüllt werden wollen oder getriggert werden. Und das führt natürlich dazu, dass du die Möglichkeit hast, ein viel größeres Verständnis für andere Menschen zu entwickeln, Mitgefühl zu entwickeln und, wie gesagt, eine ganz andere Basis der Kommunikation schaffen kannst, wenn denn eben dein Gegenüber offen dafür ist. Und wenn eben du deine eigenen Bedürfnisse erfüllen bzw. kommunizieren kannst und wenn dein Gegenüber, und das ist wie gesagt ganz egal, in welcher Art von Beziehung, ob es jetzt Familie, Freunde oder Partnerschaft ist oder aber auch zum Beispiel im Job, ja, je nachdem wie eng du mit deinen Kollegen zusammenarbeitest, wenn jede Partei, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, sich der eigenen Bedürfnisse bewusst ist und grundsätzlich selbst eben für die Erfüllung der Bedürfnisse sorgen kann, aber sie eben auch kommuniziert und man sich dann bewusst gegenseitig dabei unterstützen kann, dass die Bedürfnisse erfüllt werden, ich glaube, dann kann Magic entstehen. Nein, es klingt nach Arbeit und das ist es auch, aber es bietet eben die Chance, von Abhängigkeiten wegzukommen. Ja, Thema Co-Abhängigkeit, da tun sich ja gerne auch der passende Topf und der passende Deckel zusammen.
Aber davon wegzukommen und dann eben die Möglichkeit zu schaffen, dass wirklich wahre, tiefe, echte und stabile Beziehungen entstehen. Und dass eben ganz viele Trigger, die dann zu Eifersucht, zu Streit und Ähnlichem führen, wegfallen, wenn denn einfach dieses Bewusstsein da ist. Und das wird garantiert nicht immer klappen, ja? Es bleibt noch genug Potenzial, um sich zu streiten und hinterher wieder zu vertragen. Aber eben ne, damit bewusst zu arbeiten und dann peu à peu dahin zu kommen, immer früher, immer schneller und ja, immer klarer zu sehen, welche Handlungen einfach unbewusst dadurch angestoßen werden, dass eben da Bedürfnisse sind, die sich ihren Weg an die Oberfläche bahnen. Und all diese ja, Wege, also beziehungsweise die Benefits, die du davon hast, wenn du dir das Wissen rund um Bedürfnisse aneignest und eben ganz konkret für dich persönlich damit arbeitest, von ne, einer höheren Zufriedenheit und Lebensqualität über eben eine ehrliche Betrachtung der bisher vielleicht eher destruktiven Bedürfniserfüllung, die dir dabei hilft, eben ja, vermeintliche Schwächen und Fehler loszuwerden, weil es eben gar nicht deine Schwächen und Fehler sind, sondern weil dahinter einfach unerfüllte Bedürfnisse stecken oder eben unbewusste Bedürfnisse. Und dann eben die Basis für viel intensivere Beziehungen, für eine bewusstere Kommunikation mit anderen Menschen und eben damit eine ja, viel freiere und bewusstere Gestaltung auch all deiner Beziehungen. All das ja, zeigt einfach, dass Bedürfnisse bzw. das Wissen um Bedürfnisse und der bewusste Umgang mit Bedürfnissen ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel sind zu erfüllten Beziehungen. Und zwar zu der Beziehung zu dir selbst und deinem Leben, aber natürlich eben auch in der Beziehung zu anderen Menschen. Und weil ich dieses Thema für eben so unglaublich kraftvoll halte, gibt es, wie gesagt, den Workshop am 20.10. in Köln. Und es gibt Tickets dafür. Ich freue mich unglaublich drauf, hoffe sehr, dass er zustande kommt. Und weil ich einfach, ja, ich brenne für das Thema, wie du vielleicht gerade merkst. Und weil es bei mir ganz, ganz viel verändert hat und ich das unglaublich gerne an dich weitergeben möchte. Und wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwo unzufrieden bist, ohne genau zu wissen, warum, und wenn du ständig das Gefühl hast, irgendwie auf der Suche zu sein, aber gar nicht genau so weißt, warum und was du suchst, oder wenn du das Gefühl hast, innerlich ein Stück weit zerrissen bist, innere Konflikte hast oder aber auch Konflikte im Außen und eben wenn es Schwierigkeiten, wenn es Missverständnisse, wenn es Streit, wenn es Themen wie Eifersucht in Beziehungen gibt, dann wirst du davon auf jeden Fall profitieren können. Und dann fühl dich von Herzen eingeladen zum Coaching-Workshop, lerne deine Bedürfnisse kennen und erfüllen. Und wir werden in einer kleinen Gruppe von maximal 12 Teilnehmern eben erstmal gemeinsam ein Grundverständnis für menschliche Bedürfnisse erarbeiten und schauen natürlich uns an, welche Bedürfnisse gibt es und anschließend entwirfst du eben diesen ganz konkreten Plan, um selbstbestimmt in die Erfüllung deiner Bedürfnisse gehen zu können und damit eben mehr Frieden, mehr Zufriedenheit, mehr Erfüllung in deinem Leben zu kreieren und eben auch eine ja, erfülltere Beziehung zu dir selbst und eben auch zu anderen Menschen. Das Ganze, wie gesagt, am 20.10. ab 14 Uhr in Köln in einem kleinen, feinen Räumchen, was ich schon für die Kakaozeremonien genutzt habe. Und ja, du kannst die Tickets dafür jetzt online kaufen. Den Link, den gibt es in den Shownotes und ich packe auch nochmal in die Shownotes das Facebook-Event. Da findest du nochmal alle Infos zusammengefasst. Und wenn du auf meinem Instagram-Profil bist, vielleicht folgst du mir ja schon, falls nicht, dann hol das gerne nach. Findest mich da unter @ichbinSarahHein. Und da gibt es tatsächlich auch einen Button für die Tickets. Das heißt, da kannst du auch direkt draufklicken und dann dir da dein Ticket für den Workshop in Köln am 20. Oktober reservieren. Nicht nur reservieren, sondern auch direkt holen. Und wenn du jemanden in deinem Freundes- und Bekanntenkreis hast, dem das auch helfen könnte, dann freue ich mich sehr, wenn du den Workshop auch teilst, wenn du das Facebook-Event teilst. Vielleicht lädst du auch jemanden mit zum Workshop ein und kaufst direkt 2 Tickets und ihr kommt zusammen. Und
Vielleicht gibt es aber auch jemanden, dem du einfach erstmal diesen Podcast empfehlen möchtest. Vielleicht ganz konkret jetzt hier diese Episode, die du gerade hörst, zum Thema Bedürfnisse. Dann mach sehr, sehr gerne einfach einen Screenshot davon, wenn du es jetzt auf deinem Handy hörst. Und ja, share den Screenshot in deiner Instagram-Story oder wo du sonst so unterwegs bist. Und leg damit anderen Menschen diesen Podcast ans Herz. Das freut mich, wenn der Podcast noch von mehr Menschen und von neuen Menschen gehört wird. Und das ist quasi auch ein kleiner Beitrag dafür, dass die Welt ein bisschen besser wird, weil wenn mehr Menschen sich ihre eigenen Bedürfnisse bewusst wären, dann könnten wir, glaube ich, ganz schön viel gemeinsam auf der Welt bewegen und würden viel weniger vielleicht auf die Ausnutzung des Themas Bedürfnisse, sei es jetzt in der Politik, sei es auf Social Media Apps oder Werbung, ja, in Anführungsstrichen reinfallen. Aber wir könnten einfach bewusster mit dem Thema umgehen und selbstbestimmter durch unser Leben gehen und eben auch selbstbestimmter dazu beitragen, dass die Welt zu einem besseren Ort wird. Insofern ist es quasi eine gute Tat, wenn du diesen Podcast teilst. Und die Links zum Workshop und auch zu der Coaching-Episode zum Thema Bedürfnisse, die findest du alle in den Shownotes. Und die Shownotes gibt es unter www.happyplenties.de/Episode 139. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder hören. Und wenn es in deinem Umfeld Menschen gibt, denen der Neuanfang-Podcast auch Mut machen könnte, dann erzähl ihnen super gerne davon. Oder teil den Podcast via Social Media. Denn je mehr Menschen ihr Leben hin zu mehr Erfüllung transformieren, desto mehr können wir alle gemeinsam auf der Welt bewegen. Und weil es mich wahnsinnig interessiert, was du in deinem Leben schon transformiert hast oder was gerade deine größten Herausforderungen dabei sind, kann ich es kaum erwarten, mich mit dir dazu auszutauschen. Und am besten geht das, wenn du bei Instagram zum Post dieser Episode einen Kommentar schreibst. Und du findest mich dort unter Ich bin Sarah Heinen. Alles zusammen, alles klein und Sarah ohne H. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine riesen Portion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf.